Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Inazuma Eleven Go Chrono Stones Donnerknall. Wir sind jetzt hier im wunderschönen Schlosse des Königs Artus, wo wir im letzten Part, der doch länger ging wie gedacht. Ich dachte, einiges wären so zwischen 30 und 50, aber dann waren es über 50. 50 und ich glaube, das waren 11 Sekunden oder so. Jute wird wahrscheinlich auch ein paar Sekunden schlucken, also so ein bisschen über 50 Minuten lang. Das ist schon krass, aber naja. Ich denke, da habt ihr nichts dagegen einzuwenden. Und wir betreten erstmal den Tafelsaal. Denn die Prinzessin wollte zwar, also eigentlich sollte die Prinzessin entführt werden. Goldie hat sich aber dann rettend davor geschmissen und jetzt wurde sie von anscheinend Shovel Knights geklaut von der bärtigen Lady der Drachenkönigin. Ah gut, gehen wir erstmal in den Tafelsaal und beraten uns. Oh, schick, schick, schick. Hallo? Ein glanzloses Haus bringt Unglück ein, so sagte Mutter einst. Drum kümmere mich um jeden noch so mickrigen Fleck. Alles klar. Alles klar bei dir? Der Tafelsaal ist gleich dort hinten. Einfach die Tür durch. Okay. Eigentlich sollte ja Elaine, aka Sky, entführt werden. Ha, warum wohl? Nicht nur eines Ritters Klinge sollte unerbitterlich sein, sondern auch sein Geschick. Anleitungstechniken findet ihr bei mir, Sir. Meteorklinge. Schacherpult, der Turmmund, Eiskristallschild. Also nicht gerade so ultra starke Techniken, würde ich mal sagen. Außer mit Eiskristallschild, aber naja. Jetzt, wo ich noch meine Dupes haben, mache ich das am besten nicht. Schon, ich wollte ja was gucken. Pixie-Annahme 112, so schon wenig. Glück mit einem GP mit 124. Wir haben die gerade so viel mehr. Und da haben wir 124. Schon ein kleiner Unterschied. Gut, bei dir gibt es nichts Interessantes. Gibt es hier was? Eine Kiste mit Aurora-Talisman. Nice. Wäre jetzt ein bisschen special. Mal gucken, was das ist. Talisman ist hier wahrscheinlich, oder? Da. Erfüllt mit himmlischer Energie. Setzt es mit Bedacht ein. Ab der 35. Oh, interessant. Okay, bei euch bringt es ja alles nichts, denn ihr seid nach dem Kapitel wahrscheinlich eh wieder verschwunden. Aber Wölfe vielleicht? Ja, warum nicht? Kriegst du mal was Cooles? Nun, was willst du, Rüppel hier? Suchst du gerade Zank? Es sei dir gesagt, du hast ihn gefunden. Oh, so sprach ich nicht mit euch. Ich schlüpf bloß meine böse Ritterstimme. Euer Urteil erbitte ich. Ging es euch doch Mark und Bein? Ne? Rüpel, Lauser, aller Ort, halt dich von hier fern. So ist meine Pflicht. Dann machst du zumindest besser wie dein Kollege. Na dann rein hier. So, jetzt bin ich drin. Alle sind versammelt. So, nehme Platz. Ihr Ritter, Arion und Fay. Alle mit einem fetten Maskrug. Sehr schön. Hiermit ist die Tafelrunde eröffnet. Die Drachenkönigin ist der Weisheit bekanntlich reich. Ein wahrlich Rätsel, warum sie unser Eins nun schaden will. Was könnte sie zu so einer Tat bewegen? Das ist auch mir noch ein Geheimnis, werter Ritter. Die Vorart großen Verderbens ist für unser Land mag dieser Umstand sein. Großes Verderben? Das klingt echt böse. Uns obliegt, die Wahrheit zu finden. Wir müssen ausziehen zur Grotte des Grams, wo die Drachenkönigin weilt. Einer der unseren, Fräulein Goldie, wurde versteppt. Des Königs und der Ritterpflicht erlegen uns auf, sie zu retten. Gott, reden die komisch. Bin ich gezwungen, so strecke ich den Drachen mit Excalibur. I'm going to California. Nieder. Wenn mich auch der Gedanke erschaudern lässt. Ich muss bei Excalibur immer an Excalibur von Solitaire denken. Das geht nicht aus meinem Kopf raus. Das ist so schlimm. Vor allem noch der Song. Excalibur?
Das habe ich doch schon mal gehört. Diesen einen Song. Forever you let the king, I am looking for him. I'm going to California. Excalibur. Das habe ich schon mal gehört. Es ist meine geweihte Klinge, die ich stets bei mir trage. Sie spaltet in zwei, was ihr entgegentritt. Wollt ihr sie sehen? Nun denn, seht hier. Dies ist Excalibur. Bisschen rustig, aber ganz schick. Bei Merlins Borte, mein Schwert. Es ist ja total rustig. Dies ist Excalibur? Für wahr. Es trägt den Namen unzähliger Kämpfe um dies Land. Doch nun scheint seine Zauberkraft geschwunden. Oder es ist einfach nur rustig. Ui. Könnte man mit diesem Schwert denn überhaupt noch einen Drachen zur Strecke bringen, Eure Hoheit? Fürchtet euch nicht, Sir Arion. Die Klinge stand mir immer treu zur Seite. Abscheuliche Bestien fielen ihre stellenden Schneide zum Opfer. Einstweilen müssen wir die Herren vom See befinden und ersuchen, uns ihre Zauberkraft auf Bord zu geben. Vater, lasst mich mitgehen. Nicht hinfallen bei dem Teppich? Goldie ward an meiner Stadt geraubt. Ich bitte euch, Vater, wollt ihr sie retten, so nehmt mich mit. Wart an meiner Stadt. Das hört sich so komisch an. Auch schöner Teppich. Könnte von Harald Glückler sein. Wohl an, Elaine. Es ist beschlossen. Du darfst uns folgen. Ich danke euch, Vater. Die Herrin von See lebt im Tümpel der Seelen. Jenseits der Brücke wird der Weg wild und beschwerlich. Spanne die Kutschenpferde ein. Mein Kutscher erwartet euch am Hauptportal des Schlosses. Zögert nicht, sondern eilt von hinnen. Alle haben sich dir wieder angeschlossen. Yeah! Das heißt, alle Duplis sind wieder da, wo sie hingehören. In der Tiefe der Finsternis. Und sie haben mich verlassen, da sie mich nicht mögen. Boah, sieht das cool aus! Das wäre fast der eiserne Thron gewesen, wenn hier ein eiserner Thron wäre. Das sieht aber echt von hinten so ein bisschen aus, wenn hier ein Thron wäre. Okay, wäre jetzt ein bisschen blöd, denn hier sind ja zwei. Okay. Dann kann ich ein Foto machen. Zack, perfekt für Instagram. Legendäre Tafel. Eine Silbertruhe, die kann noch nicht öffnen. Nö, muss ich aber merken, denn ich habe schon bei Flammeball längst meinen silbernen Schlüssel. Den gab es bei einer... das ist auch noch einer. Auch Silber? Ne, du bist blau. Du bist hackendicht und blau. Adelsschuhe. Nice. Kann ich Foto machen? Oder hier? Ne? Der Statue wahrscheinlich auch nicht. Nein, dies gibt sich nicht. Die Statue ist staubig wie der Bart des Stadtschreibers. Ruf die Kämmerer zum Putzen. Ich weiß schon nicht mehr. Ihr redet alle so lustig. So hoffe ich, Fräulein Goldie, wird es gut ergehen. Welch Verhängnis ihre Entführung? Oder ihr... Warum sollten die eigentlich die Prinzessin entführen? Hoffentlich geht es Goldie gut. Ja, das wird schon. Sieht aus, ihr Ritter. Kutsch und Kutsche erwarten euch vor dem Schloss des Hauptportal. Was, echt ein Kutscher? Cool. Hat der auch einen kleinen Gastauftritt? Ich grüße euch, Ritter. Habt ihr gehört? Ein Gauklock. Komm mit, der die Zukunft voraussagt. Er soll sich niemals irren. Ach. Auch ich will mir die Hand lesen lassen. Ich möchte sogar wissen, ob ich Chancen hätte beim Ritter. Nichts habe ich gesagt. Was sagen der Gaukler erhalten? Mhm. Und du noch. Wohlbehütet fühl ich mich hier. Der König und seine getreuen Ritter beschirmen uns. Doch zieht ihr aus, so gebet Acht. Reisen sind stets ein Wagnis. Kein Problem, das kriege ich schon hin. Ich war schon überall. Mich juckt nichts mehr. War hier noch was zum Lesen? Irgendwas war da? Süßes von Sam. Der kleine Naschkatze. Nächstes Mal zur nicht essen weiße Steine. Zur warten und zabbern. Hashtag Magenbrumm. Grummelknur. Nächstes Mal wann? Ohauaha. Ist das ein deutsches Wort? Ohauaha?
Ist ja gut. Dann mag ich euch heute Abend wieder welche. Hurra! Ab süßes, ab heute süße weiße Steine jeden Tag. Hashtag so glücklich. Jeden Tag? Jawohl, ja. Super, jawohl, ja. Ganz ruhig, Wandi, du betreibst nicht. Wandi, der Babo? Haha, jetzt bist du unser offizieller Teamcock, Sam. Ah, ein weiterer Sanji, ein mächtiger Sanji. Wisst ihr eigentlich, wie sehr die Kneterei mir in die Arbeit geht? Na gut, ich denke, du als Torwart wirst schon genug Battle halten als Training. Oder war davor noch was? Munterer Bestürmer als Abseits von Stellen, Hashtag Schwerverbrechen, genau. Da das von Kaisers Teller stahl. Des leckeren Abendmahls. So. Fliegen kann ich nicht. Und das sind zwei neue, oder? Ist er, glaube ich? Nee. Ich helfe beim Fräulein Goldie. Recht? Gebt Acht auf euch. Du noch? Begleitet euch Prinzessin Elaine. Es stehe dir, das eigene Leben für ein anderes zu riskieren. Solange König Otters und der Hochritter an ihrer Seite, wird dir nichts geschehen. Der Hochritter rennt gerade über uns fort. Also, sorry. Oh, coole Kutsche. Na toll. Jetzt sollen wir uns beeilen und dann gerne in der Leere auf den Bock. Wo bleibt denn dieser Kutschknacker? Pass auf, wenn du Knacker nennst, Großmal. Genau, und bloß nicht alter Knacker. Dann werde ich aggressiv. Jade, du bist der Kutscher, die Kutschkraft. Ich wollte schon fast sagen, oh, ein schöner Mann, aber das ist Jade von den Haaren her. Haha, sieht ganz so aus. Immer ist sie wie auf Stichwort hier aufgetaucht. Ihr macht hier also einen auf Ritterstoff und nicht kriegt die Kutscherrolle. Und dann darf ich euch chauffieren. Na, schönen Dank auch. Meine Rede. Und ich als Knecht? Ganz sogar nicht superb. Ich will auch Ritter sein. Was sage ich? Ich muss Ritter sein. Überaus skandalös. Ist ja schon gut. Von einem Gejammer bunt mit der Schädel. Na, fahren wir los? Ah, hier kommt schon. Ihr Ritter. Die Zeit des Wagnisses ist gekommen. Überquert die Brücke und zieht nach Osten. Doch solltet ihr den Tümpel der Seelen finden. Hoffentlich nicht der Tempel der verlorenen Seelen, sonst bin ich im Arsch. Ja, eure Hoheit. Ah, jetzt komme ich hier rüber, okay. Bade Excalibur am Tümpel der Seelen. Boah, sieht das cool aus. Ist noch viel geiler wie die Kutsche in Frankreich. Woo! 360! Das ist ja cool. Gut, ich bin gerade mal ein bisschen schneller, aber das rockt schon. Aufladen. Ne, passt schon. Das sind wir Stümper, nicht Sprinter, verließen. Und endlich komme ich hoch. Das ging zu Fuß ja gar nicht. Ganz episch. Und jetzt komm her. Hier. Hey ihr, sagt mal, hört ihr nicht? Ich will Fußball spielen, mit euch. Na los. Na gut, dann komm halt her. Mann, immer so aufdringlich. Man kennt der Mayfair, Barry und Warwick. Ah, Warwick hört sich ein bisschen an wie der Name von dieser... Ist das eine Lautsprecher-Herstellerfirma? Da gibt es nämlich eine, die heißt Warwick, also wie... Warwick, nur mit einem R noch dazwischen. Da gibt es einen guten alten Sprichwort: Warwick never dies. Da ist eine Anlehnung, dass sie relativ gut gebaut sind und eigentlich nie kaputt gehen. Außer man macht sie kaputt. Das habe ich schon, ich glaube, mindestens zwei oder dreimal gesehen, wo die bei dem Auftritt kaputt gemacht wurde. Zweimal abblocken. Einmal hoppla und beim zweiten Mal nur abgeschwächt und sie widersteht, müsste der eigentlich auf 126. Wie schwach bist du denn? Eieiei. Na, wie gesagt, das ist auf jeden Fall so eine Art Lautsprecherherstellerfirma, die gar nicht so schwach ist. SPVGG ist schwach, eher billig.
Ist schon ein bisschen komisch, aber ja. Ist ja cool für eine schöne Bühnenshow. Einfach mal so ein teures Ding zerstören. Hier können wir auf die dümmsten Themen kommen. So, was haben wir hier? Glockfrucht. Ah, oh, coole Gesölfesfrüchte. Geil. Vielleicht die Gumgumfrucht. Okay, hier ist der See. Moment, wenn ich hier noch vorbeikomme, dann gehe ich natürlich zuerst einmal da nach hinten. Das ist doch ein bisschen interessanter. Odin-Schwert. Eine Technik von... den von England. Moment, den hatte ich vor kurzem erst bei Team Ogre greift an. Ah, wer bist du nochmal? Der sich an den Mädels herangemacht hat, der so eine Party geschmissen hat. Wo wir uns so schön anziehen mussten. Edgar. Edgar irgendwas, der hatte auch das drauf. Willkommen zum Ring der Lebenswässer. Unsere Mitglieder besitzen überirdische Stärke und vermögen besondere Kräfte zu entfesseln. Entfesseln ist schon mal ein schönes Stichwort. Henge Richard Mistral. Rihanna. Cool. Rihanna, die geile Sau. Flurry Flappable Neptune Weather. Interessant. Sloane Hinge. Liebt Steinkreise so sehr, dass er sogar um sein Bett einen gebaut hat. Okay. Richard Rocky. Zuverlässiger Hüter, der zu den Top 4 im nationalen Junior Futsal zählt. Okay, du bist ein Erdtorwart. Das finde ich ziemlich cool, denn Richard ist auch der Vorname meines Vaters. Das ist auch ziemlich cool. Richie. Dann haben wir noch Gail Mistral. Sicherer Verteidiger, der zu den Top 4 im nationalen Junior Futsal zählt. Okay, haben wir noch weitere. Jupp. Rihanna Lynn, begabte Dribblerin, die zu den Top 4 nationalen Junior-Futsal zählt. Okay, jetzt haben wir Dribblerin, Verteidiger und Hüter. Müssen noch ein Stürmer oder sowas kommen. So, weiter geht's bei Gustav Weatherwain. Er macht Sinn mit seiner Frisur. Weiß immer, woher der Wind weht. Und passt das Spiel entsprechend an. Bert Neptune. Der so erfolgreiche Politiker ist seit der Grundschule Schulsprecher. Ein Flappable. Auch wenn die Lage aussichtslos scheint, er bleibt ruhig und gefasst. So. Sehr interessant. Und da sind wir zum Quatschen. Na, komm mal her, du. Hallo? Könnte es sein, dass auch unsere Hoheit einen Hang zur Pilzsuche hat? Die Hülle dort, die ist gefährlich. Sucht der Pilze, so haltet euch tunlichst hier draußen auf. Jetzt will ich ja schon mal reingehen. Darf ich? Oh! Kann ich jetzt hier weiter, wo das noch gar nicht gebartet ist? Oh Gott, sehe ich cool aus! Aus der Victor, das sieht aus wie immer. Und was haben wir denn da Schönes? Das letzte Mal Kraft geht von diesem Parallelschein aus. Jupp, das gucken wir uns genauer an. Aber ich denke, dann gehe ich wieder doch zurück. Welche Stimme dringt denn da heraus? Sie kommt dir irgendwie bekannt vor. Kaiser? Ach ja, da war ja noch mein neuer Torjubel, den ich euch schon länger mal zeigen wollte. Wie es lacht einer. Siegertänzchen ist doch cool. Da lacht doch keiner. Aber ich denke, ich gehe doch... Oh, sieht das cool aus. Das ist eine Katze. Wuff, wuff. Nein doch. Miau. Hier ist gut Mäuse fangen. Feine Feldmäuse. Miam. Ich gehe doch lieber zurück, bevor ich hier irgendwas reinplatze, wo ich vielleicht gar nicht hin sollte oder wollte oder möchte. Also bleiben wir strikt der Story
und gucken uns erstmal, dass wir das Schwert gebadet kriegen. Bitte einmal waschen. Der Tümpel der Seele ist ja recht hübsch, überraschend malerisch, zauberhaft geradezu. Aber dieser Name, was für Seelen soll es denn hier überhaupt geben? Müsst ihr wirklich hier sein? Habt ihr nicht mit euren Rollen genug zu tun? Hilfsknappieren oder rumkutschieren oder so? Was hast du gerade gesagt, Kassador? Darf ich den nochmal hören? Hat sich erledigt. Oder so eine Küste. Ihr Ritter, schreiten wir zu. Ersuchen wir die Herrin vom See. Excalibur Zauberkraft neu zu beleben. Boah, sieht das episch aus. Wunderschön. Und Heilelixier. Und hier zum Quatschen. Oder was ist da? Guck, guck. Obacht, Delihirn. Hände weg von meinen Schwingen. Just macht dich mein Gefieder fein. Mach ich nicht mein Mühen klein. Du bist ein kleiner Dichter. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. So, erst mal baden. Mal gucken, ob es klappt. O Herrin vom See, ich flehe euch an. Verhelfe der Zauberkraft Excaliburs zu neuem Leben. Plutsch. Oh. Nennt mich die schöne Vivien. Oder Vivi, wenn ihr wollt. Vivi. Oh, ist das cool. Stimmt, wir hatten ja Rosie noch gar nicht. Das ist ja eine coole Rolle. Rosie? Ja, passt doch perfekt. Rosie ist also die Herrin vom See? Die Rolle passt. Mhm. Rosie, bist du dir auch sicher, dass du die Zauberkraft Excaliburs erneuern kannst? Aber natürlich, dafür bin ich ja hier, glaube ich. Die ist irgendwie süß. Wie Staub und Ackelei. Der Klingekraft sei wieder frei. Excalibadabra! Es funktioniert! Ich bin ganz aus dem Häuschen. Und hört man eindeutig, das ist eine Grundsprecher von Bernadette. Spätestens jetzt hört man es. Wirklich an der Zauberkraft? Klappt es? Ui! Guckt alle mal hin! Das ist Excalibur! Wie aus dem Märchenbuch! Schöne Vivien, empfanget unseren aufrichtigsten Dank. Nun sind wir der Drachenkönigin gewachsen. In der Zwischenzeit. Ihr seid doch gar nicht so böse, wie ihr tut, eure Hoheit. Ihr seid ein guter Drache. Und Artus ist euer bester Freund, stimmt's? Ihr könnt mir keine Angst machen. Ihr seid eigentlich eine ganz Liebe. Das sagen mir eure Äuglein. Und euer Damenbart. Oh, armer, armer Drache. Der böse schwarze Ritter hat euch verwünscht, oder? Er hat Besitz von euch ergriffen. Alles wird gut. Meine Freunde kommen hierher und helfen euch. In Windeseile seid ihr befreit. Oh. Das sind wir wieder beim alten Rat. Dolly Lemon hat sich in der neuen Paralleldimension in unerwartete Gefahr gebracht. Auch nach eingehenden Untersuchungen gibt uns die Identität des Mädchens weiterhin Rätsel auf. Eines steht fest, Herr Vorsitzender. Was wir bisher sagen können. Jemand blockiert alle mit ihr verbundenen Zeitlinien. Okay. Jemand. Nur wer? Und warum? Das ist noch unklar, Herr Vorsitzender. Sicher ist nur, dass Demons Anwesenheit einen signifikanten Einfluss auf Reimann hat. Also besteht irgendeine Verbindung zwischen ihr und Reimann. Kann das möglich sein? Stimme mysteriöser hier. Ihr Ritter, lasst euch dann unverzüglich zur Grotte des Grams aufbrechen.
Machet euch bereit für den mächtigen Kampf. Drachen sind was Tolles. Ich will auch mit. Ich bin eine Fee. Ich bin also schon tot. Dann das süße Flügel. Mensch, Rosie. Es hat dir doch an deine Rolle, wie wir anderen. Oder renn mit. Kannst du noch irgendwas Schönes im Fotografieren oder so? Ne? Die Grotte des Grams. Die soll nördlich von dir liegen, habe ich gehört. Als Kutscherin weiß man sowas, wisst ihr? Mhm. Rose ist der 4. Ha, berückend ist das. Ich werde die viel bessere Besetzung. Eine Fee im Bärenfell. Also hier ein bisschen creepy. Ah gut, da war ich ja schon, aber nicht, dass ich ohne Schwert nicht viel anrichten kann. Also, ab nach oben. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit, da gehe ich noch rein und guck mal, wie viel ich dann noch reißen kann. Also mit dem Pferd rein in die Grotte. Hallöchen. So, das ist noch ein Gegner. Das ist schon König Arthur, so wie es aussieht. Weg. Und da. Das ist ein kleiner Bug, oder? Na egal. Erstmal ein kleines Match zum Warmwerden. Fußball bringt nicht an mir Schlaf. Jetzt pusten wir ihm die Lichter aus. Pusteblume. Damit. Pibri Grin, Sloth, Stripes und Bunny. Euch kenne ich sogar noch alle. Die Knuffelbären. Da gab es noch viele, viele andere, wie zum Beispiel einen der Mantis oder so ähnlich heißen, außer aber die Heuschrecke. Also da gab es einige, die ziemlich tierisch aussahen. Sturmball. Sturmball klärt alles. Und ich muss ihn wieder aufladen. Dann gucke ich mal, wie weit ich jetzt bei der Story bin. Denn so wie es aussieht, ist es weder Sanak noch Simeon Ayub oder einer von den anderen Bösewichten. So muss ich mich da mit diesem mächtigen Shovel Knight oder dem schwarzen Drachen da rumschlagen. Und vielleicht sogar gegen die Drachenkönigin Fußball spielen. Ich meine, wenn es mit Dinos geht, müsste es ja auch mit großen Drachen gehen. Also von der Größe her ungefähr ziemlich gleich. Weil ein Drache fliegen kann, das wäre nicht so cool, aber... Ah, das sehen wir schon. Nicht passen, nein. Nicht laufen, nicht passen, so. Erstmal den Ball holen. Die sind ja ultra stark, die Knuffelbären. Ja, da aber ganz schön rein. Und immer so knapp. Was soll's. Komm raus, Lancelot. Du musst ja auch bald Level 3 werden. So, jetzt macht sie es auf die Seite. Kleines Puschelhäschen. Weg mit dir. Ein bisschen zu langsam, aber über dich komme ich auch noch drüber, du kleines Panda-Bärchen. So, freie Bahn mit Marzipan. Oh nein, das Ding. Schattenakrobat erledigt den Rest. Meteorblock. Ah, wird nichts bringen. Aber netter Versuch. Erschöpft und Tor. Tor! Das war super! Rock'n'Roll! Da, 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 da. Fantasy-Frucht, sehr schön. Alles ist hier sehr schön. Und auch ein schöner Sieg. Gut, jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie weit wir sind in diesem Kapitel. Was? Schon am Ende? Okay. Die Herrin vom See hat die Kraft Excaliburs wieder hergestellt. Nun kann die Drachenkönigin die Stirn... der Drachenkönigin die Stirn geboten werden. Wie geht es, Goldie? Das ist ja ultra kurz. Er macht ja nichts.
Dann kann es bald losgehen mit Kapitel Nummer 10. Lustig ist nichts Neues dabei. 25% Spielfortschritt. Nice. Gut, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und wie vielleicht schon das Kapitel zu Ende geht, wenn wir schon so weit am Ende sind. Das sehen wir dann im nächsten Part. Und ich denke, wenn das wieder so ein einstündiger Part ist, dann habe ich entweder mal wieder vergessen, die Zeit zu stellen, oder es ist das Ende vom 9. Kapitel. Mal gucken. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.